Na, hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Within unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht's um ein schickes Mount, das wir aus dem Handelsposten des Septembers 2024 kriegen. Und zusätzlich wollen wir uns dann noch den restlichen Loot anschauen. Und ich würde sagen, da gucken wir gleich mal rein. Aktuell können wir ja sowohl Horde als auch Allianz den Handelsposten in der neuen Hauptstadt anschauen, und zwar in Gdornigal. Da befinde ich mich jetzt gerade schon. Und hier sind wir auf den Koordinaten 44, 56. Seht ihr auch mit dem Handelsposten-Symbol auf der Map. Und ja, als allererstes müssen wir natürlich wie jeden Monat einmal quasi hier so einen Balken auffüllen. Und dazu können wir alle möglichen Aktivitäten machen. Sowohl World Quests, PvP, PvE, Pet Battle. Also da ist alles Mögliche drin. Meistens kriegt man das ja schon voll, während man einfach ganz normal spielt. Ich habe das gemacht. Wir haben einmal den Balken mit 1000 gefüllt und jetzt können wir die Kiste öffnen. Und damit müssten wir erstmal die Monatsbelohnung kriegen und einmal ein paar Händlerdevisen. Und ja, die Monatsbelohnung können wir uns jetzt gleich mal angucken. Das ist hier schon mal das erste Mount. Das gucken wir jetzt hier mal aus. Und zwar haben wir Goldener Kukulisk des Plünderfürsten. Das ist dieses schicke Ding. So ein ähnliches Mount kennen wir ja schon, ne? Also da haben wir schon das gleiche Model. Hier haben wir jetzt quasi noch eine Schatzkiste mit drauf, ein paar Schwerter, das Gold. Also sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir einmal rein, was wir denn so alles kaufen können. Willkommen beim Handelsposten. Und zwar haben wir hier als allererstes eine Sembel, und zwar strahlendes Prachtgewand des Plunderfürsten. Das kennen wir tatsächlich auch schon. Es gab ja das Event mit dem Plunderstorm vor ein paar Monaten und dort konnte man das, glaube ich, in Rot kriegen. In Gelb ist es auch ganz nett. Ich muss aber sagen, in Rot sieht es tatsächlich besser aus. Aber wer eine andere Farbvariante will, kann sich das hier quasi holen. Dann, ja gut, das Mount, das wir eben hatten, gibt es hier auch nochmal. Und zwar heißt es diesmal Strahlender Kukulisk von Fasshaxe. Fasshaxe war die Fraktion, die man für den Plunderstorm hochspielen musste. Das kostet 600 Marken. Und ja, ich würde sagen, das kaufe ich mir jetzt mal. Also die großen Collectibles tüten mir jetzt schon mal ein. Einmal das Mount. Genau, das ist das hier. Dann haben wir als nächstes noch Claudius, das ist ein Krabbenpad. Ich meine, das Model hatte man auch aus dem Plunderstorm, aber ebenfalls in einer anderen Farbvariante. Ich meine, das war eine goldene Krone, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Das Pad ist auch ein großes Collectible, für 330 kaufe ich mir das ebenfalls. Ihr seht, ich hatte mir letzten Monat noch einen Mount zurückgelegt, weil ich leider nicht mehr genug Punkte habe. Oder gehabt habe, so rum. Und ja, ich hatte jetzt gehofft, dass diesen Monat ein bisschen was Günstigeres drin ist und dass ich es mir jetzt kaufen kann. Reicht tatsächlich leider nicht, aber 250 Punkte habe ich jetzt tatsächlich nur offen. Und mal gucken, ob ich es dann nächsten Monat mir zusammensparen kann. Ich habe nämlich da ursprünglich den Fehler gemacht, ein paar T-Mog-Zeile zu kaufen und naja, hätte man nicht machen sollen. Gut, wir schauen uns aber trotzdem noch den Rest an. Was haben wir hier drin? Grünes Braufest-Bollwerk. Das ist das hier, passend zum Braufest mit hier einem Krug unten dran. Dann haben wir hier Alchemisten Schultergürtel oder Schultergürtel, so rum. Da ist das hier, auch nicht schlecht, mit ein paar Tränken und ein paar Pfeilspitzen, hätte ich jetzt gesagt, oder Wurfpfeilen, keine Ahnung. Dann haben wir hier lebhafte Steine des Klingenmeisters. Die hatten wir jetzt, glaube ich, auch in letzter Zeit in x verschiedenen Farbvarianten. Den Hut hat man, glaube ich, in Blau schon mal gehabt. Rasereihut der trüben Gewässer ist das. Also das ist auch ein Recolor. Dann haben wir hier einmal ein Schwert. Das ist auch ein Recolor. Strahlender Entersäbel des Plünderfürsten. Strahlender Siegel des Plünderfürsten ist quasi hier der Stab. Den gab es auch schon in einer anderen Farbvariante. Strahlende Handkanone des Plünderfürsten. Also ich denke mal, das werden alles Recolors sein. Dann haben wir hier strahlende Kopfabtrenner des Plünderfürsten, strahlende Rapier des Plünderfürsten haben wir. Dann gibt es einmal hier Teufelslicht-Kriegskleve. Die ist, glaube ich, auch ein Recolor. Das Ding habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Verfluchte Kupferarmbrust. Dann haben wir feine Handschuhe des Waldes. Gut, die gibt es jetzt, glaube ich, schon in 10 verschiedenen Farben. Dann haben wir hochwertige Klinge des Vorboten.
Die sieht irgendwie ein bisschen von den Texturen nach Burning Crusade aus, muss ich sagen. Also, naja. Dann haben wir nochmal selbe Klinge und zwar in einer anderen Farbe. Jade-Klinge, das Vorboten. Was haben wir hier noch? Klassischer Tarnfarben-Wappenrock. Aha. Dann haben wir Tarnfarbener Sangon des Händlers. Den haben wir ebenfalls in ewig vielen Farbvarianten schon. Dann haben wir hier eine Mütze, Kappe der Deckhand. Die war, glaube ich, auch beim Plunderstorm mit dabei, in einer anderen Farbe. Dann haben wir tarnfarbene Schulterumhang des Duellanten. Einfacher Kupferstab. Gut, der sieht aus wie ein Classic-Stab, also 1:1. Dann smaragdgrünes Tuch. Dann haben wir Bärenschuppentreter. Das sind die hier. Dann haben wir Smaragdschuppentreter. Und dann sind hier nochmal einige Sachen zurückgekehrt, ne? Die wir schon kennen. Förmliche Kleidung des Himmelskapitäns. Assemble, Munition des Fallenstellers. Probenzieher der Heimbrauers. Das ist das hier. Grob vernachlässigter Geldbeutel. Luxuriöser Niffenhut. Ach, das ist der quasi ein Recolor aus dem Niffenhut aus der Taralek-Höhle, ne? Das man bei Ponzu, glaube ich, kaufen kann. Dann haben wir noch ein Schwert, geschliffenes Bastardschwert, okay. Dann haben wir orangeärmeliges Hemd. Ist ja auch selten, ne? Ein Hemd, das quasi so eine andere Farbe hat von den Ärmeln. Und dann haben wir hier quasi noch ein paar Sachen, die ich mir auch schon gekauft hatte. Ne, die waren, glaube ich, damals günstig. Das sind so Sachen, die ich bereue, ich sag's euch, wie es ist. Da haben wir einmal lebhafte Kluft des Vagabunden und lebhafter Zirat des Vagabunden, dann geschärfte Entbeiner und hier noch, was ist das? Das ist so eine Axt. Das Ding ist, ich habe mir die Sachen nicht gekauft, weil sie schön aussehen, sondern weil sie, weil sie wenig Marken gekostet haben im Vergleich dazu, dass man halt einen Temok kriegt, ne? Naja, gut. Das ist alles, was drin ist. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den strahlenden Krokolusken noch an. Oder hier haben wir den. Das ist quasi jetzt dasselbe Mount wie das andere, ne? Bloß halt hier mit ein bisschen blasseren Münzen. Das andere war ja quasi kräftiges Gold und das sind jetzt halt so Silbermünzen, würde ich sagen. Auch die Schwerter sind ein bisschen metallener. Ja, ist ganz nettes Mount. Ich muss aber sagen, im selben Monat für die Monatsbelohnung und für ein Mount, das man sich kaufen kann, quasi dasselbe Model, weiß ich nicht. Da hätten sie zwei unterschiedliche Sachen machen können, meiner Meinung nach. Schöner finde ich das, die Gold-Variante, aber es ist wieder ein Mount mehr, ne, für die Sammlung. Und ja, damit sind wir durch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr genommen habt. Habt ihr vielleicht ähnliche Probleme wie ich mit den Marken? Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, wie gesagt, nächsten Monat ist was Günstiges drin, dass ich mir dann das Mount vom letzten Monat noch holen kann. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.